So, hallo zusammen. Hier ist wieder der Sarge mit. Wer solche Freunde hat, braucht keine Freunde mehr. Ja, wir sind gerade hier auf der Insel angekommen, Antigua. Ich bin Freibeuter und will frei Bier. Einfach mal durch. Hast du nichts zu tun? Verlasse dich auf jemanden. Ich habe genug eigenes. Du bist verlassen. Jetzt nicht. Nachts sind alle jetzt Katzen nicht grau. Lobe den Tag nicht vor dem Abend. Das werde ich wohl nicht klauen dürfen. Also, ich darf generell nie was klauen. Einer geht noch. Was ist denn hier oben? Ja, groß ist die Macht des Meeres. Okay. Im Becher ersaufen mehr Leute als im Meer. Das ist auf jeden Fall eine Kiste. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. So geht das. Oho. Altes Schwert. So, dann haben wir hier ein Bett. Den nehmen wir auch mit. Jetzt steigen wir das drauf. Oh ja, oh. Wieso stört es denn keinen, dass ich hier oben bin? Seltsam. Oh, da ist noch mehr Gold. Alles klar. Oh, da ist doch was auf dem Tisch. Das kann ich auch mit einem Apfel. Das ganze Geschirr noch mitnehmen. Nope. So, die Tür ist zu. Ich bin Freibeuter und will frei Bier. Okay, da gibt es noch eine ganze Menge zu erforschen. So, dann gehen wir mal hier zu. Verlasse dich auf jemanden und du bist. Ah, der neue Kapitän besucht den Hexenkessel. Die berüchtigste Bar in der Südsee. Das erste Getränk geht aufs Haus. Was kann ich dir anbieten? Ein Grog, bitte. Den letzten Grog habe ich gestern an den Säufer Miles verkauft. Ich bin untröstlich. Gib mir einen Rum. Rum ist vielleicht gerade ein bisschen teuer. Nimm ein anderes Getränk. Wie wär's mit einem Schnaps? Tut mir leid, Schnaps ist geradeaus. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Nein, nein. Es ist nur so, seitdem diese Ungeheuer die Meere unsicher machen, kriege ich kaum noch Lieferungen. Ich hatte gehofft, du bestellst ein Bier. Hier hast du eins. Ja, der ist ja mal. Was ist denn so los hier? Hier tanzt der Bär. Siehst du das nicht? Geht so. Normalerweise ist die Bude rappelvoll. Aber es kommt ja kaum einer hier an. Und das alles nur, weil mir diese miesen Kraken- und Wasserleichenmonster das Geschäft vermiesen. Ja, aber solange ich keine Selbstgespräche führe, lasse ich den Kopf nicht hängen. Nicht wahr, alter Junge? Du hast die Leute noch immer bei Laune gehalten. Ja, schon klar. Wie bitte? Hast du was gesagt? Schon mal was von Mara gehört? Oh, du kennst sie auch. Ich hatte die Alte mal eine Zeit lang zum Putzen eingestellt. Aber da hatte hier keiner mehr was zu lachen, sag ich dir. Eigentlich meinte ich das Seeungeheuer. Ja, eine Meerjungfrau war sie wahrhaftig nicht. Ach, vergiss es. Er ist ein bisschen hohl in der Birne, glaube ich, zu viel am Schnaps genuckelt. Ich suche einen Druiden namens Eldrick. Was denn? Du suchst diesen alten Knacker? Du kennst ihn? Kennen? Ich? Solche Idioten will ich nicht kennen. Aber er war hier. Faselte was von geflügelten Unholden, Tempeln und so'n Unsinn.
Wir haben ihn alle nur verdutzt angesehen. Da ist er wieder zur Tür raus. Geflügelte Unholde? Junge, was weiß ich. Wenn du mich fragst, hat er nicht alle Tassen im Schrank. Leute wie der bleiben nicht lange in der Stadt. Möchte wetten, dass er irgendwo im Inland herumgeistert. Frag doch mal die Jungs da draußen. Vielleicht können die dir weiterhelfen. Okay, das reicht mir schon. Keine Ursache. Die Hauptsache ist, du schleppst mir den Kerl nicht wieder in meine Taverne. Woher bekommst du deinen Rum? Das ist ein Geheimnis. Tatsächlich? Ja, es gibt eine Bergquelle in der Nähe, die reinen Alkohol spendet. Ja. Aber sie droht auszutrocknen. Fängst du schon wieder an? Schon gut, guck nicht so ernst. Ich handle normalerweise mit Buß auf Takarigua. Aber es gibt nicht mehr so viele Schiffe, die zwischen den Inseln umherfahren. Daher ist er mir noch die letzte Lieferung schuldig. Aber Moment! Du hast schließlich ein eigenes Schiff. Ich sag dir was. Wenn du mir den Rum besorgst, gebe ich dir 1000 Gold. Na? Das ist nicht schlecht. Das machen wir auch. Ich besorg dir den Rum aus Takarigua. Sehr gut. Sag Buß, dass ich dich geschickt habe. Dann wird er dir die Lieferung geben. Kannst du mir was beibringen? Natürlich. Sag mir einfach Bescheid, wenn ich dir was zeigen soll. Bring mir was bei. Was willst du denn wissen? Nee, darauf kann ich jetzt nicht auch noch gehen. Zeig mir, was du anzubieten hast. Okay, dann verkaufen wir mal das, was wir eben schon abgenommen haben. Hä? Hab ich dir nicht angelegt? Oh. Oho. Gut, das verkaufen wir. Dietrich, Schaufel, Spitzhacke. Nee, Schädel brauche ich, das brauche ich alles. Da, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Okay, das war's. Dankeschön. So. Verlasse dich auf jemanden und du bist verlassen. Alles klar. Ich war ewig nicht mehr auf einer richtigen Kaperfahrt. So, dann schauen wir uns hier noch nicht um. Also langsam finde ich die ganzen Bestandteile von der neuen Pistole. Die Frage, ob sich das dann lohnt, Pistolenbau zu lernen. Was ist denn hier für eine komische? Erstmal das hier. Aha. Schloss. So, sehr schön. Gut, wo ich Patty dabei habe, kann ich schon mal. Ich helfe dir. Ich will gar keine Gewalt. Oh. Wieso habe ich denn nicht mein. Wo ist denn mein Säbel? Den habe ich doch nicht verkauft. Ach.
Das war's. Okay, nee, irgendwas ging da schief. Moment, das muss ich gleich mal eruieren. Das geht ja gar nicht. Kneipe. Hier, oder? Oder erstmal den letzten. Wo ist denn mein Säbel? Den habe ich doch nicht verkauft. Das gibt's doch gar nicht. Verlasse dich auf jemanden und du bist verlassen. Okay, Nachts sind alle Katzen. Okay, also, nochmal laden. So, habe ich jetzt noch meinen Degen? Ist klar. Ah, ich glaube, ich habe beim Verkaufen versucht, den Degen. Okay. Ich glaube, ich beim Verkaufen versucht, den Degen anzulegen und dabei verkauft. Das kann natürlich sein. Gut. Karaffe noch. Kann ich die Karaffe nicht noch nehmen? Ne, den Kerzenschleuchter, genau. Draußen lag noch Geld. Ja, tut mir leid, dass ich das jetzt normal machen muss, aber ich kann nicht hier meine Hauptwaffe verkaufen. Das geht ja schon mal gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich die nicht angelegt hatte. Alles sehr seltsam. Na gut, dann machen wir schnell das Gespräch hier. Eigentlich war das nicht ah, fest, der neue Kapitän besucht den Hexenkessel. Ja, komm, mach die Bär. Das erste Getränk. Ja, geht aufs Haus, okay. Wie wär's mit einem Schnaps? Tut mir leid. Ein Grog, bitte. Den letzten. Ich bin un... Gib mir einen. Sag mal. Nein, ich... Hier. Ja, tut mir leid, ich mach das jetzt mal im Schnelldurchgang. Okay, Was ist denn so los hier? Hier tanzt der... No, aber... Und das... Aber nicht... Ja, Bibi. Woher bekommst du deinen Rum? Das. Tat. Ja, schon. Aber es... Aber Moment. Ich sag dir was. So. Ich besorg dir den Rum aus Takarigua. Sehr gut. Dann haben wir schon mal die Quest. So, und dann... Ich suche einen Druiden namens Eldrick. Lass dir hin. Du... Wir haben... Geflügelte Unholde? Junge Leute, möchte... Frag... Okay, das reicht mir schon. Keine Ursache. Die Hauptsache ist, du schleppst mir den Kerl nicht wieder in meine Taverne. So, jetzt verkaufen Zeig mir, was du anzubieten hast. So, genau. Degen ist angelegt. Wir verkaufen das hier. Kerzenleuchter und den Teller. Gut, jetzt habe ich noch den Degen, alles klar, super, wir speichern. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Gut, haben wir das erledigt. Ja, hier haben wir noch eine Kiste. Gehen wir aber erstmal hier rein. Schauen wir uns um. Oh, Voodoo-Praxis. Darf ich das lesen? Darf ich das? Ich weiß nicht, darf ich? Probier's einfach mal. Die Rassel dient den Schamanen der Eingeborenen als magischer Leiter. Nur einmal ist es vorgekommen, dass eine Rassel während eines Totenkultrituals zerbrach. Das Klingen der Rassel können nur noch die Seelen der Toten hören. Die Rassel soll sich heute im Besitz des Marakai-Stamms befinden. Das sollte ich mir merken. Alles klar. So,
Das ist wohl so ein Hulu-Laden. Oh, den Knochen darf ich... Ich darf hier bestimmt nichts nehmen. Okay, ein Knochen fehlt mir. Wenn ich jetzt den Knochen hätte, dann könnte ich mir den Jade-Ohrring, aber ich brauche jetzt auch gar keinen Jade-Ohrring. So. Wie schön. Die See treibt den neuen Piratenkapitän nach Antigua. Du hast einen guten Riecher, junger Freund. Was begehrst du? Was hast du denn anzubieten? Vieles. Seltenes. Wertvolles. Sag mir, was du suchst, und ich sage dir, ob ich dir helfen kann. Ich suche Captain Slane. Tatsächlich. Ihn zu finden ist nicht ein Problem. Und was ist mein Problem? Dunkelheit. Einsamkeit. Aber du hast auch ein paar treue Gefährten an Bord, nicht wahr? Darin besteht deine Erlösung. Ich will einen Weg finden, um Mara aufzuhalten. Eine große Aufgabe für einen jungen Kapitän. Mein Steuermann sagt, ich ziehe Probleme irgendwie an. Du hast eine besondere Aura. Lass mich deine Gedanken sehen. Probieren wir es einfach mal, oder? Was siehst du? Es gibt Menschen unter uns, die kümmern sich um die größeren Dinge. Und es gibt andere, die nur sehen, was sie auch anfassen können. Du bist ein Weltenlenker. Ohne Männer wie dich würde es die anderen nicht geben. Das ist dein Schicksal. Kann das Ganze nicht mal einfach sein? Dann würde es doch nur halb so viel Spaß machen, oder? Möchtest du etwa mit jemandem tauschen? Siehst du. Du verkaufst auch Voodoo-Kram? Der gute Alvarez will, dass man auf Antigua alles bekommen kann, was das Herz begehrt. Und ich interessiere mich für Voodoo und eingeborenen Artefakte. Sie sind mächtig und geheimnisvoll. Oder Inselkarte. Ich brauche auf jeden Fall eine Inselkarte. Hast du Kontakt zu Eingeborenen? Nicht mehr, seitdem ich diesen Laden habe. Aber früher, als ich noch mit den Piratenschiffen über die Meere gereist bin, da war ich oft bei ihnen und habe einiges von ihnen gelernt. Du solltest mal meine Tränke versuchen. Sie sind alle selbst gebraut und... Gut. Zeig mir deinen Kram. Sieh dir ruhig alles genau an. Okay, vielleicht hat sie auch eine Schatzkarte oder eine Karte von der Insel. Okay, nee. Blutdorn. Schmuck des Jägers. Seelenring. Okay. Hat die vielleicht einen Seelenring? Nee. Okay, alles klar. Dann wissen wir, wo wir hinkommen müssen. Musst du immer in Rätseln sprechen? Tu doch nicht so, als wenn du keine Rätsel magst, Weltenlenker. Dein ganzes Leben besteht aus dem Lösen von Rätseln. Darum bist du doch hier, oder? Wenn du das sagst. So, wie wär's, wenn du hier mal weggehst, dann kann ich nämlich... Okay. Hier liegen Knochen rum, die ich aber nicht mitnehmen kann. Benimm dich, solange du hier bist. Ah. Ja, ja. Ich schau nur mal. Ein Jadestein, okay. Oh, hier gibt es aber einiges Gutes abzugreifen. Okay, dann wie wär's, wenn du hier unten oben bleibst und ich gehe runter und klaue dabei. Kommt jetzt an, okay. Ich habe nichts gemacht.
Trank will ich noch. Also gehe ich nochmal hoch. Oder? Nee. Ich gehe wieder raus und probiere es nochmal. Es müsste doch möglich sein, sie auszudrücken. Sie wartet erstmal hier. Diese Emma aus dem Voodoo-Laden meinte, ich sei ein Weltenlenker. Ja und? Was heißt das jetzt? Vielleicht bin ich ja zu hören bestimmt. Jetzt werd mal nicht gleich größenwahnsinnig. Du bist ganz gut in dem, was du tust. Aber wir sind ein Team, vergiss das nicht. Ja, schon klar. Das will ich hoffen. Warte hier. Ei! So. Also hier hin. Schreite mich hoch. Dann müsste es eigentlich klappen. Denn ich möchte diese Puppe haben. Genau, und jetzt habe ich aufzuschleichen, dann kommt er hoch. Dann laufe ich runter und klaue den Trank. Lass das. Oh. Das gehört sich nicht. Ist jetzt sauer? Hier wird nicht geklaut, verstanden? Alles klar. Pass auf, ich gehe jetzt hier rein. Komm, komm rein. So, alles klar, danke schön. So. Ist es jetzt schlimm, dass du mich erwischt hast, oder was? Bin mir nicht sicher. Komm mit. Kein Problem. So, jetzt müsstest du ja mit mir handeln, oder? Wenn ich jetzt hier... Ja, okay, alles klar. Dann speichere ich jetzt und dann haben wir... Schauen wir uns mal an, was wir überhaupt gekriegt haben. Also, wir haben jetzt hier benutzbar Ausrüstung. Fluchpuppe. Aha. Ich glaube, ja, die muss ich halt erst dann auf jemanden bestimmten umbauen, ne? Gut, dann haben wir doch einen Trank gerade gefunden. Was ist denn das für ein Trank? Das war einer von denen. Aber welcher, kann ich natürlich nicht sagen, weil steht nicht dabei. Oh. Sehr schön. Davon kann man nie genug haben. So, und jetzt wird gekämpft, und zwar mit Degen. Ja. Ich bin bei dir. Ja, ja. Nicht schlecht. Ich weiß. So, und diesmal behalte ich diese Leuchtkugeln, denn die brauche ich ja für Voodoo-Sachen. So. Sollte ich hier hinkommen dürfen? Ich weiß es nicht. Hier gehen wir erstmal ein bisschen weiter den Strand entlang. Beziehungsweise ist das eine Höhle? Hey, du da! Komm mal her! Was willst du? Psst, nicht so laut! Wir wollen doch keine Aufmerksamkeit erregen. Ich habe da ein besonderes Angebot für dich. Interesse? Immer. Wieso versteckst du dich hier? Ich bin ein Reisender, der oft allein unterwegs ist, Junge. Und ich trage wertvolle Sachen bei mir. Da muss ich mir schon ganz genau aussuchen, mit wem ich Geschäfte mache. Verstehst du? Aber du,
Siehst wie jemand aus, der ein gutes Geschäft zu schätzen weiß. Lass dich besser nicht mit dem ein. Der ist mir nicht geheuer. Ah ja, du bist ein Krämer. Wehe, du haust mich übers Ohr. Aber, niemals. Was hast du mir anzubieten? Ich verkaufe besonders seltene Waren, an die sonst keiner rankommt. Für Kapitäne habe ich manchmal einen besonderen Gegenstand da. Oder du siehst dir einfach mal meine anderen Sachen an. Wenn du zahlen kannst, kann ich dir auch ein paar Tricks verkaufen. Ich mache dir einen guten Preis. Also, wo er die Sachen her hat, interessiert mich gar nicht. So, zeig mir deine... Was ist denn hier? Zeig mir ein paar von deinen schmutzigen Tricks. Was genau? Aber ich habe Gerissenheit... Wie viel habe ich denn Gerissenheit überhaupt? Vielleicht sagt er es mir gleich. Ich bin noch nicht gut genug. Das sagt er mir nicht, leider. Okay. Also ich habe es jedenfalls nicht auf 6. Ich glaube, ich habe es auf 4 oder 5. Aber ganz ehrlich, schmutzige Tricks benutze ich auch nicht. Das ist hier Sand werfen, Nüsse werfen, also ein Mist, das interessiert mich alles nicht. So, dann... Ich will etwas Seltenes kaufen. Ich glaube, da habe ich etwas für dich. Wird dir gefallen. Aber ich werde dir nicht verraten, was es ist, bevor du es bezahlt hast. Das kannst du schön vergessen. Ich soll dir Geld geben und weiß noch nicht einmal wofür? Du musst schon ein wenig Vertrauen haben, Junge. Wozu? Ich kenne dich doch gar nicht. Anders geht's nicht. Ich kann nicht riskieren, dass es sich rumspricht, was Quinn so Schönes dabei hat, wenn du verstehst. Nee, das machen wir nicht. Ich überleg's mir. Okay, aber warte nicht zu lange. Aber deine normalen Waren kannst du mir noch zeigen? Zeig mir deine Ware. Aber sicher doch. Lass dir Zeit. Okay. Oh. Oha. Das ist allerdings... deutlich besser. Der ist auch nicht schlecht. Sogar der ist besser. Okay. 17, 15. Für 100 mehr. Ist ja die Frage, ob es irgendwie dazu passt, ne? So, Lederhose. Stiefel. Einschüchtern. Diebesamulett. Okay, muss ich gleich mal gucken, mit dem, ob ich ein Amulett habe mit Diebeskunst. Und einen Ring. Okay. Okay, also probieren wir einfach mal. Den Wettermantel. Ich weiß nicht, wie das ausschaut, aber probieren wir es mal. Und... Genau, und dann schauen wir, ob wir ein Amulett haben mit Diebes... warte mal, was war das? Diebes Amulett. Diebeskunst 10. So. Ausrüstung, Amulett. Okay, haben wir nicht. Sehr gut. Dann nehmen wir das auch noch mit. Jetzt interessiert mich aber... wie das aussieht. Ja, das geht. Das geht noch, würde ich sagen. Gut, dann nehmen wir natürlich noch das Amulett. Zeig mir deine Ware. Aber sicher doch. Lass dir Zeit. Und dann können wir auch noch größere, schwerere Kisten. Ich glaube, dann können wir auf 45 oder so... Diebesamulett. Alter, 750 ist aber schon eine Hausnummer, ne? Machen wir aber. So.
Da machen wir noch die Kiste und dann... Na also, das hat sich doch schon mal gelohnt. So, und dann haben wir es erstmal. Und dann würde ich sagen, machen wir hier weiter in der nächsten Folge. Also bis dahin. Tschüss.